Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit Kira Kim von Soki über das Leben als Jungunternehmerin auf der Fashion Week in Berlin, Kassel als Nachhaltigkeitshochburg und darüber, welche Art von Boxershorts immer die erste Wahl jedes Mannes sein sollte. Hallo liebe Kira, wie schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Ja, kommst du direkt aus der Friedrich-Ebert-Straße gerade, aus eurem Laden, oder? Genau, ja. Ich bin direkt in die Straßenbahn gestiegen, das ist ja keine weite Entfernung. Ja, genau. Toll, dass das geklappt hat heute. Du kommst aus deinem Laden, aus eurem Laden, Soki. Erzähl doch mal allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, was ist denn Soki eigentlich, was macht ihr da? Ja, also wir haben einen Green Concept Store in der Friedrich-Ebert-Straße seit ungefähr 4 Jahren. Und vorher hatten wir aber auch schon unser Fair Fashion Label, Soki. Wir upcyclen aus alter Bettwäsche und kombinieren das mit Bio-Baumwolle. Und in unserem Store vertreiben wir ausschließlich fair produzierte andere Produkte verschiedener Labels. Also sei es jetzt für das plastikfreie Badezimmer oder für die Geschenke zur Geburt. Genau. Das heißt, es ist alles nachhaltig, Es kommt von verschiedensten Marken, aber ihr habt auch eure eigene Kollektion, die ihr da verkauft jedes Jahr. Genau. Oder wie oft im Jahr? Wir machen 2 Kollektionen im Jahr und haben aber auch Stockware. Also unser Bestseller sind zum Beispiel Boxershorts aus Omis alter Bettwäsche, die es das ganze Jahr über gibt. Ja, und die laufen auch noch. Die habt ihr ja seit Anfang an, ne? Genau. Das war so euer Start eigentlich, richtig, oder? Richtig, ja. Damit haben wir eigentlich auch so ein bisschen an Bekanntheit gewonnen. Wir haben nämlich Freunde von uns in Boxershorts über die Straße laufen lassen. Ja, ich erinnere mich noch genau an das Bild. Ja. Ja. Genau, und das ist nach wie vor ein total beliebtes Produkt, weil es ein schönes Geschenk ist. Es bringt irgendwie ein bisschen Witz mit, weil auch teilweise die Blümchenbettwäschen in rosa sind und man die dann vielleicht seinem Onkel schenkt oder die Mütter aus alter Kinderbettwäsche was nähen lassen für ihre Söhne oder auch Töchter. Ja. Das heißt, die Männer da draußen tragen durchaus noch weite Boxershorts. Ich bin da nicht so im Thema. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ziemlich gesund. Ja. Ne? Genau. Kleiner Gesundheitstipp direkt am Rande bei Soki. Wie ist das Ganze entstanden? Also es gibt euch jetzt seit 2014, hast du gesagt, das heißt 6 Jahre. Genau. Die tolle Jacke, das Blouson. Sagt man, das du trägst, ist ja zum Beispiel auch von euch. Genau, das ist auch alles alte Bettwäsche gewesen. Ja, sind für alle, die sich das jetzt mal vorstellen wollen, wie das nämlich aussehen kann. Und das macht ihr quasi seit 2014, seit 6 Jahren. Wie kam es dazu und wie ist das Ganze groß geworden? Ja, also Sophie und ich sind beide gelernte Maßschneiderinnen und ich hatte noch eine Fortbildung gemacht zur Schnittdirektrice und hatte eigentlich im Anschluss ein gutes Jobangebot nach meiner Ausbildung für einen Betrieb, wo ich direkt in der Schnittabteilung gewesen wäre. Und da war es dann aber so, dass diese Firma hauptsächlich in Bangladesch und Co. produziert und da leider gar nicht auf wirkliche Arbeitsstandards achtet. Und da ging es halt nur um Preis und Masse. Und das heißt, du hast das Jobangebot gehabt, hast aber irgendwie gedacht, mein Bauchgefühl sagt was anderes. Ja, genau. Also ich war da auch zum Probearbeiten und natürlich die im Betrieb waren auch alle nett. Und ich hatte aber irgendwie immer so Bauchschmerzen, weil ich irgendwie einfach, ein Jahr vorher war Rana Plaza passiert. Also da sind einfach über 1000 Menschen verstorben, weil eine Fabrik, eine große Textilfabrik in Bangladesch zusammengestürzt ist. Und ja, da war irgendwie, finde ich, für alle klar, so kann das nicht weitergehen. Man kann nicht einfach weiter akzeptieren, dass Menschen ausgebeutet werden, sei es Kinderarbeit, aber auch Familien für einen Hungerlohn irgendwie arbeiten, um das billige T-Shirt für 1,50 zu produzieren. Also das kann halt einfach nicht sein. Da war aber der Nachhaltigkeitshype, wenn ich jetzt so zurück überlege, 6 Jahre, da war das Thema noch nicht so groß, oder? Ja, also da war es noch so am Start, kann man sagen. Ne? Natürlich so Firmen wie Hess Natur, die sich da schon immer verschrieben hatten, waren da natürlich schon sehr präsent. Abend Angels gab es zu der Zeit auch, aber da waren die auch wesentlich kleiner, als es jetzt ist. Und genau, da war einfach die Szene noch nicht so groß. Okay, dein Bauchgefühl hat gesagt, ich will da nicht so richtig arbeiten, aber was dann? Genau, und dann haben Sophie und ich uns auf ein Glas Wein getroffen und einen Schneidertalk gemacht. Ein Schneidertalk? Ja. Ein Schneidertalk, das Übliche. Ja, also einfach mal so unter Arbeitskolleginnen und sie war auch fertig mit ihrer Ausbildung und
ja, wir haben uns irgendwie so in Rage geredet, dass wir nicht weiter akzeptieren wollen, wie es in der Textilindustrie zugeht und dass wir ja nun mit unserer Ausbildung eigentlich ja die Fähigkeiten haben, selber was zu schaffen. Kreative Ideen hatten wir sowieso und ja, dann haben wir irgendwie kurzerhand entschieden, dass wir ein Label gründen. Und habt ihr nachts gleich klar gemacht? Ja, am nächsten Tag tatsächlich sind wir zum Gewerbeamt und haben es angemeldet. Am nächsten Tag? Ja. Und der Name stand auch sofort? Also ja, den haben wir da schon eingetragen. Und dann haben Sophie wir ist die Abkürzung eurer Vornamen. Genau. Ja. Und innerhalb von einem Tag habt ihr das entschieden und gemacht? Mhm. Das ist schon krass. Ja, also, weil ich musste ja auch den Job absagen und dann wollte ich auch irgendwie eine Sicherheit, ne, dass ich das nicht wegen einer Schnapsidee nur mache, sondern dass wir aus der Schnapsidee halt was Wirkliches machen. Ja. Und dann haben wir angefangen, uns zu treffen, zu überlegen, was soll das sein, was wollen wir irgendwie verwenden an, also klar, biologische Materialien, dann kam aber auch die Idee mit dem Upcycling. Mhm. Das ist zum Beispiel, als Schneider verwendet man oft alte Stoffe, um Schnitte zu testen. Mhm. Und das hatten wir auch gemacht und dabei ist uns eigentlich auch aufgefallen, dass gerade diese Prototypen aus den alten Bettwäschen ziemlich cool aussehen und dass es viel zu schade ist, diese Materialien gar nicht nochmal zu benutzen, außer für so einen Prototyp. Ja. Und so ist eigentlich diese Idee entstanden, dass wir Bettwäschen verwenden und daraus Kleidung herstellen. Ja, was für eine schöne Idee. Und dann habt ihr das größer werden lassen. Das heißt, es war dann dieser eine Tag erstmal gegründet, ein paar Mal getroffen, weitergearbeitet, weitergedacht und plötzlich, 6 Jahre weiter, haben wir einen riesen Laden und tata. Ja. Ja, genau. Also wir haben uns tatsächlich früher dann in meinem alten Kinderzimmer getroffen und haben da produziert und dann hatten wir Händler in Kassel, Chewing Gum, Zapato und so weiter, Whitewood und Co. Und ganz viele. Was ziemlich cool war, dass die das Risiko eingegangen sind, mit uns das auszuprobieren. Und wir wussten ja nicht, ob Kassel bereit war für sowas. Mhm. Ne? Und tatsächlich, Gott sei Dank, cooles Kassel, hatten wir eine Nachfrage und immer mehr zu tun. Und so sind wir dann auf die Suche gegangen nach irgendwie einer besseren Plattform, also mehr Platz vor allen Dingen für unsere Werkstatt und sind dann zufällig auf den Laden in die Friedrich-Ebert-Straße aufmerksam geworden. Das war dann, lass mich überlegen, 2016 haben wir den eröffnet. Also innerhalb von 2 Jahren dann schon den Laden eröffnet. Genau. Das heißt, es ging irgendwie alles ratzfatz gefühlt. Und da habt ihr euch dann entschieden, nicht nur eure eigenen Sachen zu haben, sondern das Sortiment quasi zu erweitern. Ja, genau. Also das war, also der Laden ist halt schon von der Fläche ziemlich groß gewesen. Anfangs haben wir gar nicht die ganze Fläche auch bespielt. Wir hatten noch was untervermietet. Mhm. Und wir haben 2 Monate da saniert und haben eigentlich gar keine Zeit gehabt zu produzieren. Also es gab gar nicht so viele Kleidungsstücke. Und dann hat man so plötzlich den Laden und denkt, okay, gut, was machen wir damit? Genau, und dann war irgendwie klar, naja, wir sollten das Sortiment ergänzen mit anderen fair produzierten Artikeln, die Sinn machen. Mhm. Ne? Also wo es vielleicht eine Nachfrage auch gibt oder wo wir darauf aufmerksam machen wollen, dass es sinnvoll ist, vielleicht umzudenken, irgendwie mit unseren Kunden in das Gespräch zu kommen und zu reflektieren, das Konsumverhalten irgendwie weiter zu spinnen. Und dann auch irgendwie Impulse zu setzen für Kassel mit. Bis dahin habt ihr noch selber produziert alles? Genau. Ja. Also so die ersten Monate haben wir noch komplett von vorne bis hinten alles selber gemacht. Ja, das heißt, ihr saßt in einem alten Kinderzimmer oder in dem Laden und habt da tatsächlich selber genäht. Ja. Die gesamten Kollektionen, die ihr verkauft habt. Genau. Mhm. Jedes Stück ist durch unsere Hände gegangen. Also ich mache eigentlich, oder ich habe da immer den Zuschnitt und die Schnittkonstruktion gemacht und Sophie hat fleißig genäht. Ja, und da wart auch nur ihr beiden da in der Zeit. Ja. Ja, und mittlerweile produziert ihr aber in Portugal. Genau, also weil es einfach mehr geworden ist. Ja, also es war dann so, dass eine kurze Zeit, nachdem der Laden offen war und man gemerkt hat, die Nachfrage wächst, haben wir uns erstmal den Produktionspartner, den Bonnerthaler Diakonien, gefunden, also eine Schneiderwerkstatt, wo Menschen mit Handicap arbeiten. Mhm. Und da haben wir dann die Boxershorts produzieren lassen und später auch noch Schlafanzughosen und jetzt auch noch Gemüsebeutel aus Bettwäschen. Und da sind wir einfach total dankbar über diese coole Kooperation. Ja, auch in der Region quasi. Genau, in der Region. Mein Mann, der arbeitet da in der Nähe, der fährt da mal vorbei und bringt dann die Sachen mit und genau, alles, das ist Hand in Hand alles quasi ganz unkompliziert, genau. Und seit fast einem Jahr ist auch die Stefanie aus Baunatal bei uns, also wir sind Integrationsbetrieb und sie arbeitet quasi bei uns und das ist auch super, also wir funktionieren super als Team, sie hat viel Spaß bei uns, genau.
Und das hat aber irgendwann dann nicht mehr gereicht. Und ihr habt gedacht, Mensch, da muss doch irgendwie noch mehr gehen und suchen wir uns doch einen Produzenten? Oder wie kam das mit Portugal dann zustande? Genau, also es war einfach so, dass die Nachfrage insgesamt gestiegen ist. Wir hatten auch dann Online-Shop und einfach die Reichweite wurde immer mehr, auch über Social Media natürlich. Ja. Und das war einfach alles nicht mehr schaffbar, irgendwie mit Laden betreuen, Weihnachtsgeschäft und dann noch produzieren. Ja. Und dann haben wir glücklicherweise über eine Freundin hier aus Kassel, die Illustration gemacht hat für ein spanisches Kindermodenlabel, haben wir den Kontakt zu ihrem Produzenten in Portugal bekommen und sind mit denen dann in Kontakt getreten. Es ist auch ein Familienbetrieb, also wir sind dann auch runtergeflogen. Die Mutter hat es vor 30 Jahren gegründet. Ihre Söhne sind mittlerweile so weit mit dem Studium durch, dass sie die mit in die Firma einsteigen und Englisch sprechen, weil die Mutter spricht leider nur Portugiesisch. Ja. Und die haben uns dann total stolz ihre Firma gezeigt und auch den Ort dort. Und haben da echt schöne Tage verbracht und können da mit gutem Gewissen die Produktion stattfinden lassen. Aber neben schönen Tagen und netten Menschen, ihr habt ja auch irgendwie so Wertevorstellungen gehabt, wie ihr euer Label aufbauen wollt, was euch da wichtig ist. Worauf habt ihr da besonders geachtet, als ihr das in Portugal ausgewählt habt? Was ist euch wichtig bei der Produktion? Also natürlich die Biomaterialien, das ist so die oberste Stelle, dass eben die Ressourcen umweltfreundlich und umweltschonend produziert werden. Beim Upcycling ist es nun mal so, dass das sind natürlich keine Biobaumwollfasern, aber die Materialien sind ja schon produziert und vorhanden und haben keinen Nutzen mehr. Also wie viele Leute haben ihre Schränke voll mit alten Bettwäschen oder auch ältere Leute und wissen dann manchmal einfach gar nicht, wohin damit. Ja. Ne? Und denen nochmal ein zweites Leben zu schenken, ist natürlich eigentlich das Nachhaltigste. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn wir neue Rohstoffe verwenden, dann müssen die auf jeden Fall biologisch angebaut sein. Mhm. Und das heißt, wenn man jetzt dein Outfit anguckt, für alle Zuhörer, wenn dann, sie hat quasi, glaube ich, ein reines Soki-Outfit, außer die Hose würde ich Ja, genau. Also die Hose ist von Matt Jeans, also die verkaufen wir auch bei uns im Store. Die verwenden auch alte Jeans. Also man kann bei uns auch alte Jeanshosen abgeben und die Firma zerschreddert die, mischt es mit neuen Biobaumwollfasern und macht einen neuen Stoff daraus. Mhm. Und die Hosen werden auch fair produziert in Tunesien. Und wenn wir uns den Rest jetzt angucken, der von euch ist, das heißt, der Schnitt wird wahrscheinlich hier gemacht und ihr gebt dann den Schnitt und die Stoffe zum Beispiel nach Portugal und dann kommt das fertig zurück. Richtig, ja. Und hier wird es dann in Kassel und über Kassel hinaus verkauft. Ja, genau. Wir haben mittlerweile auch ein paar andere Reseller und natürlich unseren Online-Shop, wo wir unsere Produkte verkaufen. Mhm. Ja. 2020 ist ja jetzt ganz anders gekommen, als wir alle irgendwie gedacht haben. Du hast es vorhin im Vorgespräch gesagt und es kam so überraschend. So. Ja, das stimmt irgendwie. Also es ging ja wirklich von einem Tag auf den anderen. Mhm. Ihr wart im Januar noch auf der Fashion Week das erste Mal in Berlin. Ja, wie aufregend. Richtig, super aufregend. Ja, also das war eigentlich immer so ein Traum, dass man mit dem Label mal irgendwie wächst und eben wirklich mal nicht nur als Besucher, als Einkäufer auf die Messen fährt, sondern selber zum Ausstellen. Da war auf jeden Fall auch ein großer Beitrag, dass wir das durchgezogen haben von Henning Siedentop von Melaware. Ja. Der den Podcast könnt ihr euch auch schon anhören mit genau. Ja. Der mich da wirklich gut unterstützt hat und gut zugeredet hat und uns mit Sack und Pack mitgenommen hat nach Berlin. Und da bin ich ihm auf jeden Fall auch sehr dankbar für. Ja. Und es war super aufregend. Einfach mal so diese ganze Messeatmosphäre und mit Resellern in Kontakt zu kommen und das Feedback zu sehen, wie die so reagieren und von über uns zu berichten. Ne? Also man denkt natürlich irgendwie, ja, in Kassel kennen schon viele unser Label und so, aber Berlin ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, total. Das heißt, ihr seid so ein bisschen aus der Kinderzimmeratmosphäre rausgewachsen, habt jetzt auch einen Store, jetzt Fashion Week in Berlin. Ihr denkt auch größer, also? Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich ja immer weiterentwickeln und es muss auch einfach irgendwie zu einem Unternehmen werden, was von alleine steht. Ne? Ja. Also wo man sich jetzt nicht nur ein Taschengeld auszahlt, so wie wir das am Anfang gemacht haben, sondern dass man sagen kann, okay, man kann davon leben, man hat Angestellte. Ja. Also mittlerweile sind wir auch ein größeres Team, 5, 6 Angestellte. Und das ist einfach auch, finde ich, wichtig. Also man schafft einerseits natürlich Jobs, ne, in dem Bereich, der wachsen muss. Also die Fair-Fashion-Szene darf keine Nische bleiben, sondern wir müssen insgesamt irgendwie der Fast-Fashion irgendwie eine Kampfansage machen und die Leute mehr dazu bewegen, ihr Konsumverhalten zu überdenken und vielleicht auch mal andere Bereitschaften für Investitionen etc. zu haben. Ja.
Genau. Aber das ist ja schon ein großer Mutschritt. Also ich kann das jetzt von hier aus der Neuen Denkerei genauso unterschreiben. Man fängt so im Kleinen an, macht das erstmal so zu zweit. Man sitzt irgendwie in einem Zimmer oder dann schon im Laden, was schon ein krasser Mutschritt ist. Ja. Aber es ist ja auch eine Investition quasi in die Zukunft. Aber man hat dann auch so eine Verantwortung plötzlich für die Mitarbeiterinnen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du da immer noch so Respekt oder sagst du, das ist genau die richtige Entscheidung, das sollte so sein? Ja, also es ist... Also man fragt sich, nachdem man die Leute irgendwie eingearbeitet hat, wie es vorher war. Also dass man die Arbeit ja da noch selber gemacht hat. Und man denkt sich irgendwie, wann hat man das alles gemacht? Ja, oder wie war das anders? Ne? Wie viele Stunden hatten da die Tage? Ja, genau. und wie viele Wochenenden hat man jetzt vielleicht auch mal frei? Und das ist ja auch schön. Oder Sonntage. Freizeit. Ja, tolles Gefühl, wenn man wieder Sonntage hat. Ich kenne das, ja. Aber also das ist auf jeden Fall, natürlich ist es irgendwie mutig, aber... Ich habe irgendwie so ein tolles Team da jetzt zusammen. Also jeder ist wirklich top in dem Bereich, für den ich ihn habe und bringt sich gut mit ein. Und ich bin, also wir sind immer irgendwie offen und pushen uns gegenseitig, irgendwie da neue Ideen weiterzuspinnen. Mhm. Und ja, das war eigentlich auch so dieser ganze Plan für 2020, irgendwie so das Label größer zu machen, zur Fashion Week zu fahren, Reseller zu finden. Das Ganze auszubauen, und deutschlandweit auch bekannter zu machen. Ja. Ja, und dafür hast du ja jetzt auch mehr Zeit durch Mitarbeiterinnen, die dann da sind. Mhm. Und dann kam aber Corona. Ja. So, und du hast vorhin noch erzählt, du hast einen Teil der Mitarbeiter kurz vor Corona erst eingestellt. Richtig, ja. Puh. Genau, also 4 und 2 Wochen vor dem Lockdown waren 2 Teilzeitkräfte neu in der Firma. Und das war natürlich ein Riesenschock erstmal, ne? Ja. Also irgendwie wusste man ja nicht, wie entwickelt sich diese ganze Situation. Und ihr musstet ja einfach zumachen, also Laden genau, weg. Ja, genau, ja. Der Laden weg, 90% der Einnahmen eigentlich weg erstmal. Also aber der Online-Shop war da. Genau, wir hatten einen Online-Shop, der war noch nicht so lange, also der war eigentlich erst seit Januar so richtig da und noch nicht so angelaufen einfach, ne? Also da waren einfach noch nicht so, also da waren noch nicht so viele Bestellungen und ja, das war natürlich erstmal ein Riesenschock. Klar, man sagt, okay, wir haben den Online-Shop, wir müssen jetzt zusehen, dass wir den irgendwie gut bewerben können. Habe natürlich aber für die ganzen Angestellten erstmal Kurzarbeitergeld auch beantragt, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass vielleicht da jetzt so ein bisschen dieses Support each other irgendwann noch wieder abebbt. Das wird irgendwann abebben, das dachte man ja sofort. Ja. Ja. Aber dann hat das Ganze eine ziemlich gute Wendung für euch genommen. Ja, also. Überstunden en masse gebracht. Wir wurden, also ich wurde von vielen privat angefragt, ob ich Masken nähen kann, einfach, also diese Textilmasken, weil die Notdienst hatten und sich irgendwie schützen mussten und der Arbeitgeber halt auch nicht darauf vorbereitet war und denen nichts zur Verfügung stellen konnte zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann habe ich einfach mal so einen Post gemacht, dass wir auch Masken anbieten und das war Wahnsinn. Also wie viele Menschen da einfach auch dankbar für waren, irgendwie, dass wir umgestellt haben den Betrieb. Das ist halt der Vorteil, wenn man so klein und flexibel ist. Ja. Ne? Also dann haben wir halt statt Boxershorts Masken genäht en masse. Also wir haben halt keine Kurzarbeit gemacht, sondern Überstunden. Überstunden, und das kann kaum jemand aktuell wahrscheinlich von sich behaupten. Und dann habt ihr aber auch tatsächlich den Schritt gewagt und habt das Ganze auch noch in Portugal weiter produzieren lassen. Genau. Nicht nur ihr habt hier genäht, sondern im großen Stil dann. Ja, genau. Also weil die Nachfrage war einfach wirklich Wahnsinn und wir konnten das gar nicht schaffen. Also ich habe von morgens bis abends Ostern komplett einfach nichts anderes gemacht außer Masken. Ja. Mein ganzer Freundeskreis, die haben auch noch ein bisschen zugearbeitet, von zu Hause Heimarbeit gemacht und alle waren wirklich mit eingespannt. Mein Mann, der Lehrer ist, der ja auch nicht so viel zu tun hatte zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank hat auch geholfen und wir haben einfach echt nichts anderes außer Masken gemacht. Und dann war das natürlich mit Portugal die perfekte Unterstützung. Hm. Für die war es gut, weil sie Aufträge hatten. Ne? Also die haben ja auch da ihre Belegschaft, die sie irgendwie finanzieren müssen. Und für die war ja auch alles ungewiss. Ne? Ja. Kommen jetzt noch die Bestellungen für die Sommerkollektion rein oder haben alle Händler abgesagt, weil der Laden zu ist und nichts ist zu tun. Ne? Hm. Das war echt eine gute Reaktion auf die Situation. Ja, und im Moment hat man das Gefühl, egal wo man durch Kassel läuft, jeder trägt eine Soki-Maske. Man kommt ja gar nicht mehr raus aus der Nummer. Wirklich, das freut mich. Ja, tatsächlich. Das ist ein bisschen die Wahrnehmung dahinter. Ja, wenn man durch Kassel läuft, hat man oft auch das Gefühl, also ich will jetzt keinen Vergleich zu Berlin anstellen, aber würdest du behaupten, man könnte Kassel schon so ein bisschen als Nachhaltigkeitshochburg vielleicht bezeichnen? Oder sind wir auf einem guten Weg? Also auf jeden Fall sind wir auf einem guten Weg. Wir haben in Kassel so viele
Stores auch, die so einen Fokus auf fair produzierte Textilien setzen, sei es jetzt das Fingers, Elsbeth, Wildwood, Timeless, ja. Fresh Lollipop, Chewing Gum, ne? Also viele haben faire das Labels, nicht ausschließlich vielleicht, aber auf jeden Fall so einen Fokus da drauf. Ja, und wir auch die Produktion dahinter, ne? Also wie Melaware, genau, oder euch zum Beispiel. Melaware, die Fair-Smartphones, die es hier aus der Region gibt, ja. Da geht ja wirklich eine Menge tatsächlich. Ja, also bei uns im Store, wir verkaufen ja auch eigentlich die meisten Labels. Auch Nanchen Natur mit den Puppen, was ja auch hier in Kassel produziert wird. Und das stimmt, da haben wir wahrscheinlich zu anderen Städten im Vergleich da schon einen guten Vorsprung. Ja. Und auch die Kassler sind so cool und unterstützen das und feiern es auch. Ja. Na. Was für ein schönes Zeichen. Ich finde, das ist immer erstmal so typisch, dass alle auch aus Kassler, die Kasslerinnen, so nach Berlin gucken oder in die anderen großen Städte und da eher so das Kassel-Bashing passiert in solchen Momenten. Aber wie schön, dass man sagen kann, nee, wir sind echt auf einem guten Weg da und brauchen uns überhaupt gar nicht verstecken bei dem Thema. Ja, also es ist auch so, muss ich sagen, wir sind froh, dass wir nicht in Berlin sind und das machen, was wir machen, weil man in Berlin, da gibt es einfach viel und da muss man extrem laut sein, damit man irgendwie Gehör überhaupt findet. Gesehen wird, ja. Kassel hat so eine schöne Größe. Also man kennt sich, also wir haben ja eine super coole Community mit anderen jungen Unternehmern hier in Kassel. Erzähl mal, was passiert denn da? Mit welchen jungen Unternehmerinnen sitzt ihr denn da zusammen und was passiert da? Ja, also es ist schon eigentlich, seitdem wir den Laden haben, haben wir halt so eine Kiezgemeinschaft mit Wildwood und Co., mit denen wir einfach uns immer schön austauschen, wenn es Probleme gibt oder wenn es was Positives gibt. Und jetzt seit ein paar Monaten, also schon vor Corona, ist das Ganze eben noch mal ein bisschen größer geworden. Da haben wir uns mit verschiedenen Unternehmern aus der Gastro, Lebensmittelproduktion und Co. Also, also das ist irgendwie ganz schön, dass man hier miteinander irgendwie die Krise durchsteht oder auch schon vor der Krise gemeinsam was bewegen will in der grünen Szene. Und gar nicht so den Wettbewerbsgedanken so krass dahinter sieht. Genau, keinen Ellbogen raus und ich kenne hier niemanden. Ja, teilweise, wir hatten vorhin auch über die Stores dahinter gesprochen, es ist ja auch teilweise Wettbewerb, der dann miteinander kooperiert dabei, ne? Ja, also man sagt ja nicht ohne Grund, dass es das Geschäft belebt, ne? Ja. Also Konkurrenz, meine ich. Total, und wenn man dann noch offen damit umgeht und sich einfach austauscht, dann macht es am Ende irgendwie das Gesamtergebnis in Kassel doch nur besser. Ja, also ich meine, die Friedrich-Ebert-Straße ist ja einfach in den letzten Jahren auch super schön geworden, hat sich entwickelt, sind neue Stores dazugekommen. Ja. Und das ist ja auch ein Grund, also viele kommen jetzt am Wochenende halt gezielt in den Kiez, um da zu schlendern. Und das funktioniert eben auch nur, weil es mehrere Leute gibt, die das Gleiche wollen. Genau, und das sollten wir jetzt alle wieder mehr tun, damit das auch so bleibt. Genau. Denken wir mal 20 Jahre weiter. Ja. Wo siehst du Soki dann? Habt ihr immer noch den kleinen Laden auf der Friedrich-Ebert-Straße? Geht es immer noch um Upcycling? Habt ihr vielleicht einen Laden in New York? Weltmacht? Ich weiß es nicht. Woran denkst du dann? Ja, also ich denke, auf jeden Fall haben wir noch den Laden in der Friedrich-Ebert-Straße, weil das einfach irgendwie das muss so bleiben. Genau. Es ist halt so unser Charme-Lädchen irgendwie. Keine Ahnung, es macht Spaß, da hinzugehen jeden Tag und hat einfach irgendwie so einen persönlichen Wert. Ist auch gar nicht mehr wegzudenken. Da. Ja. Ja, tatsächlich. Aber natürlich wünsche ich mir, dass Soki in anderen Läden vertreten ist, auch in größeren Stores, die vielleicht nicht nur den Fokus auf Fair Fashion haben, sondern dass auch so die ganze Mode-Textilbranche sich weiterentwickelt und dass Fair Fashion nicht mehr ein Sonderling ist, sondern das ist Mainstream. In jedem Laden eigentlich. Genau, da ist. Dass es sich einfach so schickt und dass auch große Firmen mehr umdenken und ihre Produktion. Schön, dass es sich so schickt. Klingt total gut, Genau, also das wünsche ich mir natürlich. Ja. Wir haben drei abschließende Fragen an dich. Das prägendste Erlebnis während Corona war? Auf jeden Fall diese Situation, dass man erst die Erwartung hat, alles wird schlecht und dann aber genau das Gegenteil passiert. Die ganze Community hat einen gepusht, man hatte irgendwie das Gefühl, man ist nicht alleine, sondern alle schätzen sich gegenseitig und diese und ganze Wertschätzung, sich, einfach so dieses Gefühl, dass man irgendwie einen Grund hat, warum man dranbleiben muss. Ja. Das war auf jeden Fall das Prägendste, ja. Was sollten wir uns von Corona beibehalten? Das Entschleunigte, also auch, dass man auch
mit Situationen umgehen muss, aber auch sich mal wieder Zeit für sich selbst nimmt, für die Familie oder dass man ja auch das wieder vielleicht mehr wertschätzt. Also ich glaube, was mir schwer gefallen ist, war auf jeden Fall so meine Familie auf Abstand zu halten. Ja. Irgendwie meine Schwester hat 2 kleine Kinder. Der Größte von denen hat auch gar nicht verstanden, wieso wir Abstand halten müssen oder so am Anfang, weil auch meine Eltern so ein bisschen in der Risikogruppe sind und ich natürlich durch den Store irgendwie mehr Kontakt habe zu anderen Menschen, natürlich mit Abstand und Maske, aber man weiß ja nie. Aber trotzdem hat man irgendwie Bedenken dahinter. Genau, also und das, da schätzt man das jetzt natürlich wieder mehr, dass dieses Beisammensein. Ja. Ja. Hast du einen kleinen Entschleunigungstipp? Du arbeitest wahrscheinlich sau viel eigentlich. Ja, ich habe einen Hund. Ja. Und der hilft dir zu entschleunigen? Ja. Also, also müssen wir uns jetzt einen Hund kaufen, damit es klappt. Naja, oder Laufschuhe oder so. Aber also ich bin eigentlich jeden Morgen so im Wäldchen unterwegs und manchmal nachmittags oder halt am Wochenende auch mit dem Mountainbike durch den Wald. Und das ist, also ohne den Hund würde ich, glaube ich, nur noch arbeiten. Und so ist man echt immer mal wieder draußen, kann durchatmen. Und das ist auch das Schöne in Kassel. Wir haben eine gute Größe und wir sind umgeben von Bergen und Wäldern und es ist einfach nur schön. In 10 Minuten ist man im Wald und kann die Seele baumeln lassen. Sehr schön. Wir denken jetzt nur 2 Jahre weiter, nicht 20. Der Podcast heißt Kassel denkt weiter. Du darfst jetzt einen Wunsch äußern. Das soll in 2 Jahren in Kassel sein. So soll die Haltung sein. Irgendwas ganz Besonderes. Was wünschst du dir für 2 Jahre weiter in Kassel? Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass dass die Stadt fahrradfreundlicher wird. Also, ne, wir waren ja die Autostadt Kassel damals und da finde ich irgendwie so, diese Trendwende sollte hier auf jeden Fall passieren, dass man irgendwie nicht auch immer durch Scherben fahren muss mit seinem Fahrrad und dass einfach so ein Umdenken in den Verkehrsmitteln stattfindet, wie auch natürlich im Konsumverhalten generell. Das ist doch ein schöner Ansatz. Ich glaube, ihr macht genau das Richtige, um da anzukommen schon. Ja. Wir unterstützen das mit. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ja, ich freue mich auch. Es war ein schönes Gespräch. Ja, und wir gucken mal, wo wir uns dann in 20 Jahren weitersehen, ob wir dann alle noch hier in der neuen Deckerei oder bei Soki sitzen oder wir machen Partys irgendwo auf dem Weg. Obwohl dann doch, wir machen dann immer noch Partys. Ja. Hoffe ich doch. Gerne. Ich freue mich da drauf. Ja, ich mich auch. Vielen Dank.